Herzlich willkommen zu Ihrem Podcast zur Vorlesung Semantik und Pragmatik im Wintersemester 2020/21 an der HHU. Ich bin Simon Kasper und in dieser Folge spreche ich über die Frage, was hat man von der frühen Neuzeit bis zur Aufklärung zur sprachlichen Bedeutung zu sagen gehabt? Bis hierhin habe ich Ihnen von Philosophien berichtet, in denen es vor allem um die logischen Beziehungen zwischen den drei Ecken des semiotischen Dreiecks gegangen ist. Zwischen sprachlichen Ausdrücken, Begriffen, Konzepten, Gedanken und den Dingen und Sachverhalten in der Wirklichkeit. In der frühen Neuzeit wird sich der Schwerpunkt etwas verlagern. Heute werde ich Ihnen verschiedene Gedanken dazu vorstellen, in welcher Beziehung sprachliche Ausdrücke und mentale Konzepte oder Begriffe zueinander stehen. In der Philosophie der frühen Neuzeit, also etwa ab dem 15., aber dann vor allem im 16. Jahrhundert, ist die kognitive Funktion der Sprache ins Zentrum des Interesses getreten. Die scholastische Diskussion darüber, ob sprachliche Ausdrücke für Begriffe, Konzepte, Gedanken stehen oder etwa für Dinge und Sachverhalte in der Wirklichkeit, wurde mehrheitlich zugunsten der Begriffe, Konzepte, Gedanken entschieden. Ausdrücke wie Pferd und behaupten wurden also als Bezeichnungen für mentale Konzepte und nicht primär für die entsprechenden Phänomene der Wirklichkeit aufgefasst. Irgendwann kam dann auch die Frage auf, in welcher Wechselwirkung Sprache und Kognition im Allgemeinen stehen. Der Gedanke, der später bei Ferdinand de Saussure als reziproke Evokation bekannt geworden ist, wurde hier angebahnt. Peter von Ailly hat beispielsweise gesagt, dass die Verbindung zwischen einem Gegenstandskonzept und dem Konzept seines sprachlichen Ausdrucks gewohnheitsmäßig so eng ist, dass das eine Konzept das jeweils andere im Geist evoziere. Wenn ich also Pferd sage, erkennen Sie diese Lautkette als Vorkommnis eines Lautkonzepts Pferd in Ihrem Geist und dieses Lautkonzept ruft in Ihnen das Gegenstandskonzept ein Pferdekonzept hervor. Ganz nah am bilateralen Zeichen von de Saussure ist dann, was Giovanni Battista Giattini zu sagen hatte. Wenn nämlich im Spracherwerb bestimmte Wörter häufig gehört werden und dabei dasjenige, was sie bezeichnen, sinnlich wahrgenommen wird, entsteht nach Giattini eine neue Einheit im Geist, die ein Lautbild und die dazugehörige Vorstellung vom Bezeichneten enthält. Ganz ähnlich evozieren sich ja im bilateralen Zeichen bei de Saussure Vorstellung und Lautbild immer wechselseitig. Genauso sah das dann auch Jean de Rey und er hat noch hinzugefügt, dass auch unser menschliches Denken genau mit diesen inneren Assoziationen von Lautbildern und Vorstellungen vonstatten geht. Damit sind wir wieder bei dem Konzept einer inneren Sprache, die uns schon in der griechischen Antike und bei Augustinus begegnet ist. Hier hat jetzt die innere Sprache wieder die Gestalt einer echten Lautsprache, wie bei Aristoteles. Augustinus hatte ja dagegen eine Sprache des Geistes angenommen, die von allen natürlichen Sprachen verschieden ist. Betrachten wir uns ein paar Ansätze etwas genauer und beginnen wir bei Thomas Hobbes. In seinem Hauptwerk Elementa Philosophiae von 1655 behandelt Thomas Hobbes unter anderem die Logik und dabei vergleicht er das Denken mit einem mathematischen Kalkül. Ein Kalkül ist ein regelbasiertes Notationssystem für die mathematische Kalkulation, mit anderen Worten fürs Rechnen. Beim Denken würden aber, anders als beim mathematischen Kalkulieren, Gedanken oder Konzepte addiert und subtrahiert. Hier müssen wir uns die Gedanken oder Konzepte allerdings als nichtsprachliche Einheiten vorstellen. Da aber Gedanken oder Konzepte in diesem Sinne dauernd in andere übergehen und kommen und gehen, in unserem Kopf sind konstante Merkmale nötig, mit denen die Gedanken und Konzepte assoziiert werden, und durch solche Merkmale werden sie fixiert. Sie sind dann immer gleich und immer evozierbar. Merkmal ist hier durchaus wörtlich zu verstehen. Deshalb betone ich das auch so blöd. Sie kennen den Ausdruck noch in Muttermal. Sie sind Male
an etwas, mit denen dieses Etwas erinnert und evoziert werden kann. Ich nenne diese Merkmale Merkmale, weil Hobbes sie prinzipiell für privat hält. Jede Person kann sich eigene Merkmale für ihre Gedanken schaffen. Da er aber meint, wissenschaftlicher Fortschritt sei nur als Teamwork erreichbar, müssten die Merkmale für alle die gleichen und mitteilbar sein. Und dadurch würden es echte Zeichen. Hobbes betrachtet alle sprachlichen Zeichen übrigens als natürliche Anzeichen, als Peirce'sche Indexe. Wenn Sie hören, dass ich Pferd sage, dann behandeln Sie den Ausdruck als Anzeichen dafür, dass ich Pferd denke. Und für mich ist Pferd das Merkmal für den Pferdgedanken. So ist sprachliche Kommunikation also für Hobbes nur die sekundäre Funktion von Zeichen, die primäre ist, dass es Merkmale für die eigene Gedankenwelt gibt. In seinem Essay Concerning Human Understanding von 1690 behandelt John Locke im dritten Buch die Wörter. Allein schon die Tatsache, dass er in einer Abhandlung über den menschlichen Verstand ein ganzes Großkapitel der Sprache widmet, ist bedeutsam. Es zeigt, dass er die Sprache für die Verstandestätigkeiten für relevant hält, das heißt im Zusammenhang der erkenntnistheoretischen Frage, wie wir Wissen erwerben. Locke ist also deshalb als Sprachphilosoph bedeutend, weil er die Semantik von der Logik gelöst hat. Die semantischen Inhalte, die Locke vertritt, sind weniger bedeutend. Eigentlich liefert er in dem Kapitel auch nur ein Fragment einer Wortsemantik. Die Hauptthese ist dabei, dass Wörter primär und unmittelbar für die Ideen im Geist der SprachbenutzerInnen stehen. Daran lassen sich jetzt noch einige Qualifizierungen vornehmen. Sekundär und mittelbar stehen die Wörter nämlich auch für Dinge, aber eben nur sekundär und vermittelt über die individuellen Ideen der jeweiligen SprachbenutzerInnen. Mit Ideen meint Locke Vorstellungen und Begriffe als kognitive Inhalte. Alle unsere einfachen Ideen stammen aus der Erfahrung und unsere zusammengesetzten Ideen bestehen aus einfachen Ideen. Unser ganzes Denken operiert mit Ideen. Locke behauptet also, dass nichts im Verstand ist, das nicht zuerst in der Erfahrung gewesen ist. Die einfachen Ideen hält Locke für Abbilder der Dinge der Wirklichkeit. Das bedeutet, dass Ideen selbst auch Zeichen sind. Neben einfachen Ideen und diversen Arten von zusammengesetzten Ideen haben wir auch abstrakte Ideen, wie die Idee des Weißen oder die Idee des Menschen. Diese sind nicht direkt aus der Erfahrung, sondern von direkten Erfahrungen konkreter Gegenstände und ihrer Eigenschaften abstrahiert. Weil so ein enger, ja sogar ein Abbildzusammenhang zwischen der Wirklichkeit und den einfachen Ideen besteht, beruhen alle Irrtümer, alle Täuschungen, alle Missbräuche auf einem inadäquaten Sprachgebrauch. Wenn diese Phänomene nicht zwischen den Dingen und den Ideen bestehen können, also Irrtümer und Täuschungen, dann müssen sie eben zwischen den Wörtern und den Ideen bestehen. Warum ist vor diesem Hintergrund die Sprache überhaupt relevant für den Wissenserwerb? Wissen ist ja ein Verfügen über Ideen und die Ideen bilden die Wirklichkeit ab. Da scheint die Sprache gar keine Rolle zu spielen. Aber im Sprachgebrauch und vor allem im Sprachgebrauch im Rahmen des Spracherwerbs werden wir mit Wörtern konfrontiert, die Ideen bezeichnen, die wir noch nicht aus der unmittelbaren Erfahrung gewinnen konnten. Es besteht also durchaus ein großer Spielraum, ein Potenzial, solche Wörter dann wieder zu gebrauchen, ohne sie angemessen anwenden zu können. Nehmen Sie als Beispiel nur mal das Wort Begriff oder Idee. Nach Locke sollte es eine Idee von Begriff oder Idee geben, die die Wirklichkeit abbildet. Aber wenn wir das entsprechende Wissen über die Wirklichkeit nicht erworben haben, dann laufen wir auch Gefahr, die Wörter falsch zu verwenden. Für Gottfried Wilhelm Leibniz, wir bewegen uns hier jetzt etwa um 1700, hat die Sprache ähnlich wie für Hobbes primär die Funktion im Dienste des Gedächtnisses, komplexe Gedanken zu fixieren und dadurch erinnerbar und evozierbar zu machen. Das gilt aber nicht exklusiv für sprachliche Zeichen, auch andere Zeichensorten können das leisten.
Leibniz sagt, wir haben, Zitat, Zeichen nötig, nicht nur unsere Meinung andern anzudeuten, sondern unseren Gedanken selbst zu helfen. Denn gleich wie man in großen Handelsstädten nicht alle Zeit Geld zahlet, sondern sich an dessen statt der Zettel oder Marken bis zur letzten Abrechnung oder Zahlung bedienet, also tut auch der Verstand mit den Bildnissen der Dinge, zumal wenn er viel zu denken hat, dass er nämlich Zeichen dafür brauchet, damit er nicht nötig habe, die Sache jedes Mal, so oft sie vorkommt, von neuem zu bedenken. Daher begnügt er sich hernach oft, nicht nur im äußerlichen Reden, sondern auch in den Gedanken und innerlichem Selbstgespräch, das Wort an die Stelle der Sache zu setzen. Zitat Ende. Die Zeichen sind also auch hier Merkmale für komplexere Gedanken. In den Zeichen ist potenziell reichhaltiger Gedankeninhalt komprimiert. Da unser Denken in der Zeit verläuft und wir unsere Gedanken auch erstmal denken müssen, kann ein Zeichen auch als Abkürzung oder bloßer Zugangspunkt zu solchen Gedankenverläufen begriffen werden. Denken Sie nur daran, welche komplexen Gedanken im Ausdruck Bedeutung komprimiert. Am Ende des Semesters werden das, wenn Sie dranbleiben, sogar noch mehr sein. Tatsächlich bindet Leibniz das Denken sogar generell an das Operieren mit Zeichen. Denken ist Operieren mit Zeichen. Das Zeichensystem kann aber nicht in einer ganz willkürlichen Beziehung zu den Gedankengängen stehen, sondern es muss ein bestimmtes Maß an Proportionalität bestehen. Jedes Einzelzeichen kann zwar arbiträr für einen Gedankeninhalt stehen, aber die Beziehungen von Kombinationen von Einzelzeichen zu Kombinationen von Gedankeninhalten, die müssen proportional sein. In dieser Proportionalität sieht Leibniz den Ort der Wahrheit. Die Proportionalität von Sprache zur Gedankenwelt sieht Leibniz auch in den natürlichen Sprachen in einem gewissen Maße realisiert, aber die natürliche Sprache ist durch ihre vielen Mehrdeutigkeiten und Vagheiten auch unvollkommen. Dieser Topos von der Unvollkommenheit der natürlichen Sprache ist kennzeichnend für die Phase der Sprachphilosophie, von der wir hier sprechen. Wenn die Sprache nämlich mit dem Denken zusammenhängt, dann kann eine unvollkommene Sprache auch zum Hindernis für das präzise Denken werden. Und deshalb hat Leibniz auch an einer künstlichen Idealsprache gearbeitet. Zuletzt soll noch Étienne Bonnot de Condillac erwähnt werden. Mit ihm befinden wir uns in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Condillac gilt als einer der frühesten originellen Denker in Bezug auf den Sprachursprung und die Sprachentstehung. Semantisch ist das interessant, weil er die Entwicklung der Sprache mitverantwortlich gemacht hat für die Entwicklung der spezifisch menschlichen kognitiven Fähigkeiten. Und damit reiht er sich in die Reihe der Philosophen ein, die heute zur Sprache gekommen sind und die alle etwas zum Verhältnis von Sprache und Kognition zu sagen hatten. Schon vor Condillac hatte es Intellektuelle gegeben, die in der Entwicklung von Kindern, also in der Ontogenese, die kognitive Entwicklung mit dem Spracherwerb in Verbindung gebracht hatten. Sie hatten behauptet, dass sprachliche Zeichen für so ziemlich alle höheren kognitiven Fähigkeiten entscheidend sind. Condillac hat das, was man über die Bedeutung der Sprache für die Ontogenese gedacht hat, auf die sogenannte Phylogenese übertragen. Die Phylogenese ist die stammesgeschichtliche Entwicklung, beispielsweise einer Art wie etwa der des Homo sapiens. Condillac hat behauptet, die Sprache sei entscheidend, mit der Herausbildung der geistigen Fähigkeiten des Menschen und damit mit der Art Mensch selbst verbunden. Tiere sind fähig zu rudimentären Formen des Denkens, aber sie haben keine Vernunft, sie besitzen keine Rationalität. Das rationale Denken ist das, was den Menschen vom Tier unterscheidet, und die Sprache soll es hervorgebracht haben. Ausgangspunkt sind Wahrnehmungs- und Aufmerksamkeitsfähigkeiten auf der kognitiven und natürliche Signale auf der Ausdrucksseite. So sind Tiere in der Lage, zum Beispiel unwillkürlich Warnrufe auszustoßen oder natürliche körperliche Gesten zu äußern, wenn sie bestimmte Phänomene wahrnehmen,
aber eben auch nur dann. Und diese Rufe oder Gesten sind für alle Artgenossen die gleichen. Wenn wir jetzt an die menschliche Entwicklung denken, kommt man von diesem Zustand phylogenetisch nur vorwärts, wenn schon das Potenzial zu mehr vorhanden ist. Beim menschlichen Vorfahren soll es zunächst ähnlich wie bei Tieren gewesen sein, dadurch, dass er oft genug die Kopplung von Wahrnehmungsphänomenen und gestischer oder lautlicher Reaktion darauf bei Artgenossen wahrgenommen hat, zum Beispiel einen Ruf beim Herannahen eines Bodenfeindes, kam der Protomensch irgendwann in die Lage, diesen Ruf zu erinnern und mit einem Mal auch dann zu äußern, wenn der Feind gar nicht da war. Und dann könnten die Artgenossen zum Beispiel alle weggerannt sein und der Rufer könnte gemerkt haben, dass er durch seinen ausgelösten Fehlalarm einen Vorteil hatte. Vielleicht hatte er ja dadurch eine Beute für sich allein und musste sie nicht teilen, wie sonst immer. Durch diesen Vorteil könnte er den Antrieb entwickelt haben, diesen Ruf sozusagen funktionsentfremdet wieder anzuwenden. Diese Einsicht und diese Entwicklung könnte phylogenetisch eine sehr lange Zeit in Anspruch genommen haben und sich graduell entwickelt haben. Sobald dann Gesten oder Rufe einmal dem Willen unterworfen waren, vor allem dann in kooperativeren Kontexten, könnte das Repertoire gewachsen sein an Gesten oder Rufen, bis am Ende eine Protosprache mit einer Reihe von arbiträren und rational einsetzbaren Symbolen vorhanden war. Das soll es für diesmal wieder gewesen sein über den Zusammenhang von sprachlichen Ausdrücken und kognitiven Funktionen, wie sie in der frühen Neuzeit und zur Zeit der Aufklärung ins Zentrum des Interesses gerückt sind. Ich habe Ihnen Mikroeinführungen in semantische Gedanken bei Hobbes, Locke, Leibniz und Condillac gegeben. Es gibt noch weitere historische Podcasts über moderne Positionen. Und damit sage ich Tschüss und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.